Moin Leute, ich habe die Nikon Z6 II für eine gute Woche von Nikon geliehen bekommen. Und ja, mittlerweile sind ja schon reichlich Testberichte und Hands-on-Videos und so zur Z6 II erschienen. Und in meinem vorherigen Video hatte ich ja schon ein oder zwei Videos verlinkt, die man sich da vielleicht nochmal zu angucken sollte. Mittlerweile habe ich mir natürlich auch mein eigenes Bild von der Kamera gemacht. Und insbesondere der Autofokus-Messbereich, der jetzt, also die Z6 II sieht ja jetzt bei halb so wenig Licht, ist zumindest das Versprechen von Nikon. Und ich kann dieses Versprechen auf jeden Fall bestätigen. Also meine Tests haben ergeben, dass das stimmt. Die Frage ist halt nur, wie sieht das denn jetzt in der Praxis aus? Und ich habe mir dafür einen Kollegen angeschrieben, den Ahmed, der gelernter Schauspieler ist. Der mir dann halt erstmal, haben wir ganz normal fotografiert. Da habe ich ein gutes Gefühl für die Kamera bekommen und geguckt, ob sich dann tagsüber irgendwas geändert hat. Und später, als es dann dunkler wurde am Tag, haben wir dann noch weitere Autofokus-Tests gemacht, wo wir dann auch explizit den Autofokus so ein bisschen herausgefordert haben. So, und die Frage ist jetzt, ja, wie viel besser ist das denn jetzt? Auf der einen Seite hatte ich den Reflektor in der Hand und auf der anderen Seite die Kamera mit dem Rekorder, dem Videorekorder und einer Actionkamera und mit Stativen dran und so, also diesen Gelenkarm und so. Also war schon eine schwierige Konstruktion, das dann mit einer Hand zu halten und dabei auch noch immer alles gerade und so. Und alle Bilder, die ihr hier sehen werdet, sind JPEGs out of the camera mit dem ganz normalen Natural Profil, glaube ich, heißt das. Ja, und genau, das ist so das, was euch hier gleich erwartet. Also ich habe die Bilder gar nicht bearbeitet, ich habe sie nicht begradigt oder sonst irgendwas. Komplett JPEGs out of camera. Und zum Abend dann haben wir dann nochmal zusammen mit Ahmed den Autofokus-Messbereich weiter ans Limit gebracht. Ich hatte ja schon in meinem vorherigen Video erklärt, worum es mir da geht. Also dass ich zum Beispiel bei hohen Kontrastsituationen, da gibt es die die Situation, dass man auch mal etwas unterbelichten muss, damit man dann die Highlights schützt zum Beispiel, die man dann nachträglich in der Nachbearbeitung bzw. in der RAW-Bearbeitung, ja, dass wenn man die entwickelt, die Bilder, dann kann man die Tiefen ja wieder hochziehen und dann hat man ja ein schön ausgeglichenes Bild. Und ja, für solche Situationen ist auch wichtig, dass der Autofokus da zuverlässig arbeitet. Und bei der Z6 gab es da Situationen, die mega selten vorkommen, aber es gibt Situationen, wo der Autofokus vielleicht nicht 100%ig sofort den Autofokus findet. Aber wenn man zum Beispiel einen Autofokus mit wenig Licht oder so benutzt und bei Porträts und so, ist das auch kein Problem gewesen. Nur ist es jetzt natürlich so, dass wir mit der Z6 II vielleicht so arbeiten können, dass die Motive sich noch ein bisschen mehr dabei bewegen können. Und ja, genau da ist halt die Z6 II auch wirklich besser geworden. Und wie viel besser das geworden ist, das möchte ich euch in diesem Video zeigen oder wollte ich selbst in Erfahrung bringen. Und ihr seid einfach mit auf dieser Reise dabei. Und ich werde euch erstmal kleine Sequenzen zeigen, wie wir die Fotos aufgenommen haben. Und da könnt ihr auch sehen, wie diese Autofokus-Box und so das Auge oder das Gesicht verfolgt. Und dann im Nachhinein seht ihr dann die Bilder, die im Fokus waren oder nicht. Ja, ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein und danach kommen wir zu meinem Fazit. Bis gleich. Genau. Sehr schön. Na? Jetzt guck mal zum Reflektor richtig. Jetzt wieder zu mir. Perfekt. Hier ist mir nochmal wichtig zu erwähnen, dass ich Active D-Lighting aktiviert habe. Das heißt, ich habe die JPEG-Engine so eingestellt, dass sie die Schatten nochmal nachträglich heller macht. Genau, jetzt guck mal nach vorne. Jetzt nochmal aus der Kamera raus. Ja, perfekt. Sehr gut. Und mit den Augen jetzt verfolgen. Sehr nice. Super.
Du machst das gut. Gucken wir nochmal zu. Ja? Langsam zu mir. Super. Deutschen Schauspieler hat er wieder die Hauptrolle hier gespielt. Ja. Und da war so nach der Show bin ich raus und dann kam so eine Dame und meinte, ja, fand sie großartig. Ja. Aber ich fand sie auch in dem einen Film, wo sie als Lehrer auch, wir haben einen Schlag gelacht mit der Familie. Ja. Und ich war so, ah, soll ich sie aufklären? So, andersrum. Ist in die Richtung. So, anderen Modus, Moment. Okay, das gleiche nochmal. Guck mal hinter mir, ob ich irgendwo. Du machst es so gut, Alter. Genau so, das brauche ich. Das ist zu krass. Aufgrund dessen, dass ich hier mit einer Belichtungszeit von 1/200 gearbeitet habe, habe ich natürlich auch Bewegungsunschärfe gehabt. Nicht nur, weil er sich bewegt hat, sondern ich auch gleichzeitig nach hinten gelaufen bin dabei. Aber ich habe die halt einfach aussortiert bei der Auswahl und kann euch sagen, dass die Motivverfolgung bzw. die Gesichts- und Augenerkennung hier wunderbar funktioniert hat. Hau rein. Versuche nicht zu nah ranzukommen, dann kann er eh nicht fokussieren. Ich habe ja in meinem Autofokus-Mini-Tutorial bereits darauf hingewiesen, dass es besser ist, mit weniger Serienbildern zu fotografieren, wenn man ein auf sich zulaufendes Motiv hat. Hier in diesem Fall habe ich auch mit 2er, 3er, manchmal 4er Bursts gearbeitet. Da hat einfach die Kamera nochmal Zeit, das Motiv neu zu finden und dann wieder zu greifen. So. Okay, hau rein. Hier war ein paar sehr schnelle Bewegungen dabei, weswegen auch wieder die Bewegungsunschärfe hier mit ins Spiel kommt. Also manches Bild, was vielleicht im Fokus war, also wenn ich reinzoome, dann sieht das aus, als wäre es im Fokus gewesen auf dem Auge. Aber dadurch, dass die Bewegung so schnell war, ist es natürlich trotzdem verschwommen. Jo. Sehr gut. Jo. Super, perfekt. Ja.
Perfekt. Ich muss kurz Einstellung machen. Mit Movement wieder, oder? Ja, ja, warte. Ich muss aber erst Einstellung machen. Okay. Das ist nicht schlecht. Also hier habe ich die Rahmenbedingungen einfach nochmal erschwert, indem ich noch weniger Licht zur Verfügung habe. Ich habe die ISO von 1600 auf 6400 erhöht, habe die Belichtungszeit bei 1/400 gelassen. Also bei 8 von 10 Bildern liegt der kritische Fokus auf den Augen. Nicht schlecht. Hier sehen wir Beispiele von der Nikon Z6 II mit ISO 10000. Ich hätte natürlich lieber die Rohdaten selbst bearbeitet, um noch mehr Schärfe herauszukitzeln, denn die JPEG-Engine, die hat mir die Bilder ein bisschen zu stark geglättet. Also die Rauschreduzierung bzw. Rauschunterdrückung ist dann doch etwas zu stark, worunter einfach die Schärfe leidet. Und deswegen ist es auch ein bisschen schwer, den Fokus zu erkennen. Aber ich würde sagen, dass hier auch bei ISO 10000 der Autofokus noch eine sehr gute Arbeit geleistet hat. Kommen wir mal zu meinem Fazit 2.0. Ich hatte ja bereits in meinem vorherigen Video gesagt, warum ich mir erstmal keine Z6 II kaufen werde. Nun ist es so gekommen, ich habe mir doch eine vorbestellt. Und der Grund ist hauptsächlich der, dass mir der Autofokus im Videomodus schon einige Benefits bringt, die ich so nicht erwartet habe. Und zwar kann ich jetzt zum Beispiel einen schmalen Schriftzug gehen oder einfach nur die Schrift der Brennweite auf dem Objektiv anfokussieren und nach vorne und nach hinten schwenken mit der Kamera, sie auf den Slider packen, auf den Gimbal packen. Und ich weiß, dass sie auch bei weniger Licht, wie zum Beispiel hier bei diesen Videoleuchten und so, noch richtig gut arbeiten wird. Bei der Z6 ist das so, also da, wo ich mit der Z6 II ein oder zwei Versuche benötige, benötige ich mit der Z6 vielleicht 4 oder 5 Versuche, vielleicht sogar 6 Versuche, damit dann der Autofokus auch wirklich nicht gepumpt hat. Also ich kann mich auf die Z6 II da ein bisschen mehr verlassen, wenn ich solche Slide-Moves oder so machen möchte. Aber abgesehen davon, also im Alltags-, im fotografischen Betrieb, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die Z6 II mir irgendwie einen entscheidenden Vorteil in, ja, außer von ganz schwierigen Situationen bringt. Dann habe ich auch öfter, nicht nur in meinen eigenen Kommentaren, sondern auch an anderer Stelle gelesen, ja, Nikon hat ja bei der Z6 viele Firmware-Updates gebracht. Also erstmal kam Version 2, ich glaube, da kam dann der Augenautofokus, dann kam Version 3, da kam dann die überarbeitete Motivverfolgung mit ein paar anderen weiteren Benefits wie CF Express und so weiter. So, die Frage ist jetzt natürlich, wo ist die Z6 II jetzt und wo war die Z6 damals? Ja, die Z6 war damals, hatte sie wirklich sehr, sehr viel Kritik aushalten müssen. Ja, die Z6 war einfach noch nicht da angekommen, wo sie vielleicht hätte sein müssen von Anfang an. Und das habe ich ja auch bei meinem Firmware 3.0 Update angekratzt. Da habe ich ja auch gesagt, das hätte schon von Anfang an so sein müssen. Und das ist nach wie vor auch meine Meinung. Also die Z6 hatte einfach den Bedarf auf grundlegende Veränderungen. Die Z6 II hat das nicht mehr. Die Z6 II ist perfekte oder die fast perfekte Z6, sage ich mal. Und hier gibt es andere Sachen, die ich mir wünschen würde. Ja, es gibt einige sehr sinnvolle Community-Wünsche. Und das sind nicht nur Wünsche, die einfach Wünsche sind, sondern vielleicht sogar, ja, das sollte eigentlich schon drinne sein in der Kamera, in der Z6 II vor allem. Das wäre zum Beispiel die Motivverfolgung. Die Motivverfolgung ist bis jetzt wirklich eine gelungene Sache,
aber die hat immer noch kleinere Features, die meiner Meinung nach so noch reingebracht werden müssen. Und das ist zum Beispiel, dass sobald eine Person in der Kamera zu sehen ist, dass die Motivverfolgung zur Gesichtserkennung wird. Das ist etwas, was mir persönlich noch fehlt. Das kann man auch so machen, dass man sagt, es gibt einmal die Motivverfolgung mit Gesichtserkennung, einmal Motivverfolgung ohne Gesichtserkennung. Wäre eine Möglichkeit. Und das Lustige daran ist, dass das Pair-Display-Touch-Funktion genauso funktioniert. Das heißt, du klickst irgendwo im weit Entfernten eine Person an. Wenn diese Person näher rankommt, wird diese Motivverfolgung zur Gesichtserkennung. Und genau das wünsche ich mir einfach auch, dass das im elektronischen Sucher so funktioniert. Manchmal ist die Motivverfolgung zu groß oder zu klein. Und da wünsche ich mir einfach auch, dass man die Motivverfolgung vergrößern kann oder auch verkleinern kann. Zum Beispiel, wenn wir Wildlife, so wie ganz kleine Vögel oder so, fotografieren wollen. Und da wollen wir jetzt nicht die Schulter treffen, sondern das Gesicht, ja, also den Kopf von dem Tier. Dann ist es natürlich wichtig, dass das Autofokuskästchen diese Schulter gar nicht erst sozusagen reinbekommt und so klein genug ist, damit nur der Kopf drin liegt. Und das ist ein sehr berechtigter Wunsch meiner Meinung nach, der vielleicht noch umgesetzt werden kann. Ich denke, dass immer mehr arbeitende Fotografen Video-Features nachfragen werden. Und da ist es natürlich praktisch, dass ein arbeitender Fotograf, der halt hauptsächlich eher Fotograf ist, aber auch Video machen möchte und soll, in der Lage dazu ist, dass die Fotokamera, die man schon hat, das schon kann. Und es wäre natürlich toll, wenn man da die Möglichkeit von 10-Bit-422 schon intern hätte. Ja, ich möchte mir nicht jedes Mal den riesigen Atomos-Rekorder oder sonst irgendwas auf meine Kamera packen. Und also es geht manchmal einfach auch nicht anders. Ja, manchmal muss das einfach schneller funktionieren und so. Und da wünsche ich mir einfach eine Möglichkeit, intern aufnehmen zu können. Canon kann das, Sony kann das und Panasonic kann das auch. Also Nikon, bitte 10-Bit-422 in die Kamera reinmachen. Das wäre eine Sache, die ich mir sehr wünschen würde. Und ich glaube, mit diesem Wunsch stehe ich nicht alleine da. Ja, letztendlich würde mich mal interessieren, was eure Haltung dazu ist. Werdet ihr euch die Z6, Z6 II, Z7 oder Z7 II kaufen? Habt ihr bereits eine Nikon Z-Kamera oder seid ihr noch bei Spiegel und findet spiegellos total doof? Oder ja, mich würde einfach mal grundlegend interessieren, was für eine Kamera muss die Kamera eurer oder was ist die Kamera eurer Träume? Ja. Das würde mich mal wirklich interessieren. Das gibt mir auch so ein bisschen Überblick, was so andere sich wünschen, damit ich dann vielleicht auch in meinen nächsten Videos besser sowas kommunizieren kann. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. Wir sehen uns demnächst im Z1424 2.8 Review. Das wird dann das nächste Video und ich sehe euch ganz bald. Bis dann. Ciao.